Okay, jetzt wird er erstmal den Varan vom Hals schaffen. Mal fertig, los. Super. Oh, fast hätte uns der Typ da hinten noch den Varan gekillt. Da hätten wir keine Erfahrungspunkte gekriegt. Das wäre natürlich nicht so. Fände ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt nicht toleriert. Sagen wir es mal so. Ah, ein Wolf. Super. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, da habe ich noch mal Glück gehabt. Renn doch mal, Seppel. Zack, zack. Oh. Das geht. Wir bewegen uns ja nicht synchron. Nee. Ist hinter mir her. So was. Ja, alle Erfahrungspunkte gekriegt. Jetzt noch mal. Finde ich doch ganz gut. Geht jetzt weiter. Da oben müssten jetzt eigentlich... Ah, Varane, genau die. Auf die habe ich gewartet. Die geben nämlich auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Gucken wir mal, ob wir die anlocken können. Steck die Waffe weg. Da hast du noch mal Glück. Jetzt rennen. Uah. Nein, bitte nicht. Mach sie fertig. Mach sie jetzt fertig. Los. Super. Ja, bist ein braver Bursche. Bist ein braver Bursche. Kann natürlich sein, dass ich aus ein paar Filmen die Stimmung nachahme. Vielen verschiedenen, aber er könnte ja sowieso keiner. Also macht das ja nichts. Gell? Gell. Noch irgendwelche. Ach, die im Wort, die kann ich auch selber fertig machen nachher. Was fliegt denn da in der Luft? Oh, ein Blatt. Unglaublich. Spezialeffekte überall. 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 Perfekt. So. Ja, lauf doch. Oh, da sind auch noch Varane. Ich speichere mal. Zack, zack. Und angelockt. Oh. Das war mal wieder ganz knapp. Vielleicht kann ich das fressen. Schmeckt richtig scheiße, aber Fleischpflanzen-Ragout habe ich ja schon gegessen, nicht wahr? Bah, wie das anhört. Fleischpflanzen-Ragout. Fleischpflanzen. Was? Boah. Was Ekligeres fällt mir jetzt nicht ein. So, dann sind wir auch schon da. Da hinten ist ja Sumpflager. Das Ganze ist auf Stegen gebaut, oder größtenteils. Und da sind dann die Hütten drauf.
Wir sind angekommen. Boah, jetzt gibt's auch noch 200 Erfahrung. Das Lager der Bruderschaft, das uns hingebracht hat. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Macht. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Oh, was haben die zu sagen? Sei gegrüßt, Fremder. Ja, grüß, Fremder. Es dabei, heiligen Boden zu betreten. Oh, heiliger Boden. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Geh nur rein. Alles klar. Oh, ich stehe noch ein paar. Dann wollen wir die mal auch ansprechen. Hier. Was ist das hier? Ein Bade. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Hä? Alles klar, Alter? Einatmen kann ich auch. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Heute ist er beleidigt. Guck, wie er weggegangen ist. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus.